Sie kamen aus der Tiefe des Nichts, ein alter Feind eines antiken Volkes. Niemand weiß, warum sie uns so hassen oder warum sie uns den Krieg erklärt haben. Manche sagen, der Kampf gegen dieses Übel sei das Mandat des Himmels. Obwohl ihre Herkunft und ihre Absichten mysteriös sind, ist ihr Plan simpel. Sie reisen, sie landen und dann erobern sie. Nun sind sie hier auf unserer Welt, um uns das anzutun, was sie schon so vielen angetan haben. Es sei denn, sie verstehen sie. Seht, hier ist ein Ausweg. Falaga! Kommt mit mir. Ihr müsst viel lernen, bevor ihr es mit diesen Monstern aufnehmen könnt. Seit der Ankunft des Teufels sind niederträchtige Kreaturen und böse Geister im ganzen Land aufgetaucht. Diese Anzeichen können nur eines bedeuten, dass euer Schicksal Teil des Mandats des Himmels ist. Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Might & Magic 6. Nachdem wir den 7. jetzt hier erfolgreich abgeschlossen haben, wollte ich mich hieran wagen. Es ist ein doch recht anderes Spiel. Also zum einen ist es beschränkter, weil es nicht so viele Klassen gibt und keine Aufstiegsklassen und kein Gut und Böse und so weiter. Aber zum anderen auch gleich freier, weil die Klassen, die man spielen kann, mehr können. Also zum Beispiel ein Schütze jetzt, der kann Elementarmagie lernen. Und sobald eine Klasse eine Fähigkeit kann, kann sie noch auf den höchsten Rang bringen. Das war im 7. Teil ja nicht so. Da hatten wir am Ende das Problem, dass der Druide keinen Großmeisterzauber sprechen konnte und doch nicht so praktisch war. Was auch ein wenig komisch war, ist die Story. Also ich habe euch ja eben gerade das Intro-Video gezeigt und da springt man in einen Brunnen und geht im selben Brunnen wieder nach oben und trifft da jemanden, den man anscheinend kennt, obwohl man ihn eigentlich nicht kennen dürfte und ja, ist ein wenig konfus das Ganze. Aber wir erstellen einfach unsere Gruppe. Dem Tod in der Nacht der herabstürzenden Sterne entkommen, findest du dich nun so weit entfernt von deiner Heimat Sweetwater wieder, wie dich die Magie des alten Falaga bringen konnte. 3 Jahre sind vergangen, seit Falaga dir alles beigebracht hat, was dir auf deinem Weg nützlich sein könnte. Aber dann kam die Zeit, als er dich nicht weiter unterrichten konnte, und du wagtest dich hinaus auf eine abenteuerliche Reise, um nach Ruhm und Ehre zu suchen. Nun, weit weg von deinem verlorenen Zuhause, bist du auf den Beweis für eine schreckliche Verschwörung gestoßen, in die ein neuer religiöser Kult verwickelt ist. 5 Briefe König Rolands an seine Frau Catherine und ein Brief vom König der Teufel an den verräterischen Sulman sind in einem verlassenen Goblinlager entdeckt worden. Dein Schicksal scheint unwiderruflich mit den Briefen und dieser furchtbaren Nacht verknüpft zu sein. Und deine Rolle in den kommenden Ereignissen ist vielleicht wichtiger, als man sich vorstellen kann. Alles, was du hast, sind etwas Gold, dein Verstand und deine Stärke. Die Wege vor dir sind unendlich und alle Entscheidungen liegen in deiner Hand. Ja, also wie gesagt, der Falaga war der ältere Mann, den man im Intro gesehen hat.
Es kann natürlich sein, dass man Falaga vorher kannte. Er hat einen ausgebildet, Sweetwater. Dann wurde Sweetwater überfallen, man ist geflohen, hat Falaga gefunden und Falaga hat uns hierher gebracht. Ja, doch, macht Sinn. Aber unsere Gruppe. Also, wie ihr sehen könnt, weniger Klassen und etwas andere Bilder. Ist übrigens ein Punkt, den ich auch nicht ganz so schön finde. Also ich finde die gezeichneten Bilder wesentlich passender als Schauspieler mit Perücken und komischen Accessoires. Aber es ist wahrscheinlich Geschmackssache. Wir wollen als Klasse einen Ritter, denn der Paladin war bei 7 nicht so die gute Wahl. Dann hätten wir gerne einen Schützen, einen Hexer und einen Kleriker. So, begründet habe ich die Wahl dadurch, dass es in diesem Teil sowohl möglich ist, das Gute als auch das Böse zu wählen. Also was die Zauber angeht zumindest, also Licht und Schatten. Das heißt, unser Kleriker kann später Lichtzauber sprechen, der Hexer oder die Hexerin kann die Schattenzauber sprechen und unser Schütze kann Elementarzauber sprechen. Und zwar auf genauso einem hohen Rang, wie ein Hexer das könnte. Der einzige Unterschied zwischen Schütze und Hexer ist hier, dass Schützen nicht ganz so viel Mana haben und dass sie keine Licht- und Schattenzauber sprechen können. Das war ja einer der Haken beim 7. Teil. Wenn man dann Druiden gespielt hat, dann konnte man zwar Elementarzauber sprechen, aber nicht auf der höchsten Stufe. Und diese Beschränkung haben wir hier nicht. Wie wir sehen können, kann er normal, Experte und Meister sein. Meister ist hier übrigens die höchste Stufe. Großmeister gibt es nicht. So, und der Ritter hat dieselbe Aufgabe, wie Gerugon vorher auch hatte. Einfach nur überleben. So, Schütze. Schütze nehmen wir mal Mürren. Hexer ist Talana. Kleriker ist Lay. Ist nur die Frage, welches Porträt wer bekommt. Ja, doch. Die passt schon eigentlich fast zu Talana. Ah, nee, die ist besser für Talana. Du siehst nicht aus wie Mürren. Du siehst nicht aus wie Mürren. Nicht sehr elfengleich. Aber na gut, nehmen wir sie als Mürren. Punkte verteilen. Wir haben 50 Punkte zum Verteilen. Da hätte ich gerne Stärke. Ich hätte gerne Ausdauer und zwar bei jedem auf 15. Denn wir haben ja gesehen, wie schnell später Charaktere sterben können. Dann Reaktion bei allen auf einen gleichen Wert, damit alle gleichzeitig angreifen können. Glück bekommt nur unser Schütze oder unsere Schützin. Denn Schütze kann Schlösser knacken und Fallen entschärfen. Du brauchst noch Intellekt. Du brauchst noch Charisma und schon haben wir fast keine Punkte mehr. So, also Gerugon, Mürren, Talana, Lay. Skills. Du hast Schwert, Leder, Bogen. Bogen ist sehr mächtig im 6. Teil. Das sollen alle bekommen. Und dann kriegst du noch Kette, damit du mit einer Kettenrüstung anfängst. So, Luftmagie. Luftmagie bedeutet Fliegen. Luftmagie bedeutet aber auch Sternenfall. Das ist so ein Meteorregen, der recht mächtig ist als Flächenzauber später. Ich überlege mir gerade, wie ich jetzt die Elementarzauber aufteile. Weil es wäre praktisch, wenn beide Flächenzauber hätten, aber auch gute quasi Single-Target-Damage-Spells, wenn man das so nennen will. Du solltest auf jeden Fall schon mal Falle lernen. Luft und Feuer macht keinen Sinn. Also einer von beiden muss noch Wasser lernen für Verzaubern, Townportal und Lloyds Beacon. Also wäre ich fast versucht, ihr Luft zu geben, ihr Feuer, damit sie am Anfang, also Meteorregen kann sie sprechen und Starfall kann sie sprechen. Das sind beides Flächenzauber für draußen. Und dann kriegt sie zum Feuer später noch hinzu Schatten. Und sie bleibt bei Luft und Wasser. Ja, das klingt sehr gut. Du nimmst nochmal 6. Sinn dazu. Du Meditation und Luft, Wasser. Erde. Erde brauchen wir gar nicht, glaube ich. Erkennen bekommst du auch noch. Das war ja auch vor deiner Aufgabe. Du Diplomatie. Könnte man machen. Ich glaube, ich gebe dir lieber erstmal spirituell und Geist. So, Aufi.
Oh, gleich im Inventar. Na gut. Und die Paper Dolls sehen ein wenig interessant aus. So, verkaufen, verkaufen. Was machst du? Nix. Unser erster Brief. Mein lieber Sulman, ihr habt eure Sache gut gemacht und wir fördern euch hiermit zum Hohepriester des zweiten Zirkels. In den Händen von Andova Potbello in Neusorpigal wartet eine Summe Gold auf euch, die euch aushändigen wird, wenn ihr ihm sagt, dass der Sandmann euch geschickt hat und ihm das Siegel auf diesem Brief zeigt. Sandmann, das mag ich. Das Vorgehen gegen Roland war herrlich. Ich mochte besonders den Schneesturm. Er hat ihm wirklich Angst eingejagt, oder nicht? Abergläubischer Narr. Sein Tod hat unseren Plan um mindestens 2 Jahre verkürzt und uns die Mühen erspart, ihn zu einem gefährlicheren Zeitpunkt zu ermorden. Alle weiteren Vorkehrungen sind getroffen. Meine Günstlinge haben den Rückruf von Lady Catherine in ihr Heimatland Erassia organisiert, wo sie das Begräbnis ihres Vaters beinwohnen wird. Sie wird dieses Jahr nicht zurückkehren und so werden wir ihr nur ihr wertloses Balg Nikolai und dieser jüdische Regent Wilbur Humphrey zurückbleiben, um die Geschäfte im Palast zu übernehmen. Die Leute beginnen zu verstehen, dass es falsch ist, dass vielleicht die Götter verärgert sind, dass vielleicht die Iron Fist das Mandat des Himmels verloren haben. Nur ein paar weitere Katastrophen und es könnte eine totale Rebellion geben. Und wir werden bereit sein, in die Bresche zu springen und werden den Schafen sagen, was sie wann zu tun haben. Unsere Tempel verbreiten sich über die ganze Lande. Sie helfen dem Vertriebenen und trösten die Beraubten. Bleibt in Neusorpigal und haltet euch versteckt. Wenn die Zeit gekommen ist, erhaltet ihr weitere Instruktionen. Fasst euch ein Herz und sorgt dafür, dass unser Plan reibungslos gelingt. Eure Position in unserer Hierarchie wird sehr hoch sein. Zenofix. Ja, das ist der Brief, den wir abgefangen haben in einem Goblinlager. Das heißt, wir geben uns jetzt als dieser Sulman aus. So, du Armbrust, das kann weg. Das Alchemiesystem funktioniert auch ziemlich anders. Es gibt nämlich kein Alchemie-Skill. Und auch die Reagenzen haben keine Potenz, wie sie im 7. Teil haben. Das heißt, man macht einfach so und so und hat 2 Tränke, die immer gleich stark sind. Was natürlich später recht doof ist, denn 10 Lebenspunkte, wenn man Level 50 ist, machen nichts. Ja, aber ja, da werden wir später richtig schön viel rumexperimentieren können. Elektroschock. Okay. Wer soll unsere Alchemistin sein? Talana, oder? Ja, komm. Das heißt, die Sachen kommen hier alle hin. Tränke kommen auch zu ihr rüber. Also sie Verkäuferin, sie Identifiziererin und Alchemistin, sie Lasttier, er Lasttier und Questsachen. Das klingt gut. Elektroresistenz plus 2. Nee, der wird verkauft. Verkauft, verkauft, verkauft. Feuerresistenz plus 5 kann auch weg. Okay. Ja. Ja. Okay, okay. Was? Nein. Warum darfst du keine Lederrüstung tragen? Und warum hast du eine Lederung, wenn du keine tragen darfst? Fragen über Fragen. Aber okay. So, wir stehen vor Neusorpigal und wollen jetzt erstmal zu diesem Portbello, dem wir den Brief übergeben sollen und sagen, dass der Sandmann uns schickt. Hallo, komm herein. Hier. Der Brief. Oh, das Siegel. Hier, ich soll dir dieses Geld geben. Jetzt geh weg, bevor wir zusammen gesehen werden. Die Leute werden schon misstrauisch. Aber er scheint noch einen Suchauftrag für uns zu haben. Könntest du dem Tempel von Baha, das sind die Tempel, die sie über die ganzen Lande verbreiten und in die Bresche springen wollen, könntest du dem Tempel von Baha einen Gefallen tun? Es scheint, dass mein Bruder den alten Tempel nordwestlich von hier etwas überstürzt verlassen haben und dass ein Kerzenständer, den wir für unsere Rituale brauchen, zurückgelassen wurde. Keiner unserer Priester würde dorthin zurückgehen. Sie haben Angst vor dem Fluch, der den Tempel getroffen hat. Wenn du den Kerzenständer zurückbringst, dann werde ich dich an ihrer Stelle reich belohnen. Okay. Sonst... Räuber. Mit dem Tode Rolands und dem Zusammenbruch der Herrschaft der Iron Fist sind die Straßen noch unsicherer geworden. Irgendwas über Piraten, Mond... Nö, das interessiert uns nicht.
Wir wollen verkaufen.